Wir melden uns wieder aus dem Deutschen Haus, präziser gesagt aus dem Kufenstüberl, und wir haben den nächsten Goldmedaillengewinner bei uns, nämlich Mariama Jamanka und Lisa Buckwitz. Gratulation erstmal, und die erste Frage, die kommen muss, ist natürlich, sag mal Mariama, den ersten Sieg bei Olympischen Spielen einzufahren, das muss ein ganz besonderes Gefühl sein, oder? Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, wir haben vorher, also ich habe vorher noch nie irgendwo einen Weltcup oder so gewonnen, von daher, dass das jetzt funktioniert hat, ist natürlich der absolute Hammer. Und das ist eine Riesengeschichte, die euch da verbindet. Ihr fahrt noch gar nicht so lange zusammen in einem Zweierbob. Wie groß ist da tatsächlich der Druck, sich schnell aneinander gewöhnen zu müssen, wenn Olympische Spiele vor der Tür stehen? Ach, grundsätzlich ist natürlich wichtig, dass man sich gut versteht, aber Druck war da jetzt eigentlich nicht, weil wir haben uns einfach direkt von Anfang an wirklich gut verstanden. Und dass wir jetzt zusammen auf einem Zimmer fahren, hat super funktioniert und wir hatten echt viel Spaß miteinander. Von daher kann man jetzt von Druck wirklich nicht reden. Eine Frage, mit der wir uns immer im Netz konfrontiert sehen, Lisa, ist, wie wichtig ist denn eigentlich der Anschieber respektive die Anschieberin? Also wenn du hinten drin sitzt wie ein Sack Kartoffeln und in jeder Kurve mitfällst, das hilft der Pilotin ja nicht allzu sehr. Es ist sehr wichtig, als Bremser hinten oder Anschieber schon die Bahn zu kennen, dort Rhythmus in den Kurven zu machen, sich nicht vielleicht ganz so fest zu machen im Schlitten, eher so, ich weiß nicht, wie Wackelpudding hinten drin zu sitzen, mit zu wippen, ja, und eigentlich sich so klein wie möglich zu machen, um am aerodynamischsten am Ende zu sein. Hat sie gestern alles richtig gemacht? Oh ja, wir waren ziemlich schnell unten. Und die Pilotin hat natürlich gestern auch alles richtig gemacht? Alles richtig gemacht, würde ich sagen. Jetzt hat sich aber bei euch das ja, wie gesagt, ein bisschen, ich würde fast schon sagen, spontan ergeben, denn so seid ihr eigentlich nicht allzu lange vorher zusammengefahren. Die Frage ist ein bisschen gemein, aber sie muss dennoch kommen. Seid ihr so ein bisschen auch wenigstens mit einem traurigen Auge unterwegs, dass es nicht in der Kombination passiert ist mit einem Erfolg, wie diese Kombinationen vorher angedacht gewesen sind? Ja, ich meine, im Endeffekt, wir waren halt einfach andere Teams. Ich war mit Annika in einem Team und Lisa war bei Steffi im Team. Und natürlich hat man sich als Team auch, sag ich mal, Hoffnung und Vorstellungen gemacht von den Olympischen Spielen, halt auch gemeinsam. Dass es jetzt halt anders gekommen ist, ist natürlich schade, aber ich muss halt sagen, für mich, nachdem klar war, wie die Entscheidung ist und wie die Teams aussehen, habe ich mir da jetzt keine Gedanken drüber gemacht, wie es hätte sein sollen, hätte sein können, und das war, glaube ich, im Endeffekt auch das Richtige. Keine Gedanken ist auch ein gutes Stichwort, denn wir sprechen immer mit ganz vielen Athleten, die mehrere Läufe oder mehrere Wettkämpfe haben, darüber, wie sie denn den Wettkampf selbst verfolgen. Wie ist es bei dir, denken, dazwischen den Läufen immer gucken, wie steht's denn, was muss ich leisten? Ist ja nicht bei jedem wirklich wünschenswert, und viele sagen, nee, das mache ich nicht, ich möchte ganz frei auffahren. Wie war's bei euch? Ich habe das auch so gehalten. Ich habe mir nichts angeguckt, ich habe mir keine Zeiten angeguckt, ich habe mir die Läufe von den anderen nicht angeschaut. Von daher, ich habe da eigentlich nur auf uns geguckt und das war's. Wie war es denn bei dir? Hast du vielleicht mal draufgespinst, das aber ihr einfach nicht gesagt, weil fahren muss ja dann letztendlich sie. Nee, ich muss auch sagen, ich habe eigentlich wirklich auch nicht drauf geguckt, weil ich denke mal, wenn man sich dann so doch mal die Zeiten anschaut, oh, man ist nach dem ersten Tag auf Rang 1, ich weiß nicht, dann geht doch mehr durch den Kopf, als man überhaupt will, und ich denke mal, das ist das Beste, dass man da nicht raufschaut auf andere, was machen andere, sondern wir haben uns halt auf uns fokussiert, konzentriert. Ich habe Mariama dann immer zugeredet, komm, wir haben Spaß, wir bleiben locker, machen das Ding einfach und am Ende gucken wir, was rauskommt. Ja, und dass es dann zu Gold gereicht hat, hätte niemand gedacht, glaube ich. Ja, umso besser, sensationell. Es sind ja irgendwie die Spiele der Herzschlagfinals, zumindest aus deutscher Sicht, ja, die nordischen Kombinierer, die Biathleten, ihr dazu, Felix Loch ja auch irgendwie in dieser Reihe zu erwähnen und ganz viele andere eben auch. Nichtsdestotrotz, wenn man das weiß, so ein Herzschlagfinale steht an und ihr seid eigentlich nach dem ersten Tag auf Rang 1, und das wusstet ihr, gehe ich mal von aus, klar, geht ja gar kein Weg dran vorbei. Und dann erfährt man nach dem Lauf, wenn man sich dazwischen gar nicht großartig erkundigt hat, eigentlich waren wir im letzten Lauf immer langsamer, aber in dem Moment, wo es galt, nämlich als wir über die Ziellinie fahren, waren wir schneller. Ist das irgendwie dann nochmal was Besonderes, oder hättet ihr euch auch dann rückwirkend gewünscht, immer schneller ist eigentlich dann doch besser? Du, ganz ehrlich, ich muss sagen, als wir unten im Ziel waren, ich habe überhaupt von unserer Zeit nichts gewusst. Ich habe noch nicht mal gewusst, am Ende, ja, da stand dann die 1 irgendwie, aber man realisiert das gar nicht. Wir sind von der Zeit, klar, wir waren jetzt, ich glaube, 700stel schneller als Elana. Das ist natürlich, sage ich mal, auch nichts, dass Mariama das dann irgendwie unten noch gemacht hat. Keine Ahnung wie, sie hat wahrscheinlich irgendeine Abkürzung genommen. Aber ja, ich weiß nicht, ist immer noch sprachlos und ich kann dazu mehr auch nicht sagen. Also das ist uns auch schon am Fernsehbildschirm aufgefallen, dass die deutschen Schlitten wirklich im Kollektiv im letzten Streckenabschnitt richtig gut gehen. Also da konnte man sich wirklich fast drauf verlassen. Trotzdem wollen wir natürlich wissen, die Konkurrenz ist ja auch ohnehin im deutschen Team schon groß. Wir haben einen starken zweiten, respektive ja von der Schlittenbezeichnung ersten Schlitten auch noch am Start gehabt. Allerdings, was bei euch im Team gut funktioniert, könnte bald auch schon irgendwann mal so in 2, 3, 4, 5 Jahren zu einem Konkurrenzverhältnis werden. Denn du möchtest eigentlich auch gerne mal, ähnlich wie das bei dir war, den Schlitten selber steuern.
Ja, ich möchte auch jetzt eigentlich selber anfangen zu fahren. Mal schauen, ob der Plan aufgeht. Ich werde gucken, wie die Saison jetzt verläuft. Und ich würde sagen, du kannst das absolut nachvollziehen, weil war ja nicht großartig anders. Ja, richtig. Ich verstehe das. Alles gut. Also das ist ganz offensichtlich, dass das, ich glaube, gut funktioniert. Und bis dahin habt ihr ja auch noch eine kleine gemeinsame Zeit. Eine Sache interessiert uns noch. Es ist natürlich immer wichtig, dass der Schlitten gut funktioniert. Das hat in Sotschi beispielsweise nicht immer geklappt. Wie wichtig würdet ihr es einschätzen, dass das Zusammenspiel zwischen Mensch und Schlitten funktioniert? Also vielleicht habt ihr so einen Prozentsatz für uns. Was liegt tatsächlich an euch und was muss das Material leisten, damit das gut funktioniert? Also man spricht normalerweise davon, dass das Material ein Drittel ausmacht, der Start ein Drittel und die Fahrweise ein Drittel. Das ist ungefähr das, was man so grob als Richtlinie festsetzt. Das heißt, wir subsumieren das mal. Zwei Drittel der Leistung, die wir gestern gesehen haben, liegt an den beiden Damen. Ganz recht herzlichen Dank euch beiden. Gratulation nochmal zur Goldmedaille und wir wünschen natürlich weiterhin viel Spaß und schließen deswegen mit der Frage, was schaut ihr euch denn noch an? Ich würde sagen, das Viererbob-Rennen, da geht kein Weg dran vorbei. Ja, ja, das wird auf jeden Fall angeschaut und dann können wir die Jungs auch mal live anschreien. Ja, freuen wir uns drauf. Wir sagen ganz recht herzlichen Dank. Schöne Zeit noch. Vielen Dank, dass ihr da wart. Dankeschön.